beim Johann Huber in Staudach bei Landshut. Er ist ein HK30 Holzkraftanlagenbetreiber seit 2012. Und wir stehen jetzt hier vor dem Brennstoff. Herr, kannst du uns vielleicht einfach mal ein bisschen was dazu erzählen? Was ist das für ein Material? Also wir haben zu 20% Waldrestholz. Das haben wir aus dem eigenen Wald. Da haben wir hauptsächlich Gipfelhantis. Dann die restlichen 80%. Die werden zu uns angeliefert von den Privatleuten oder von Kommunen. Und das ist eigentlich im Endeffekt nur die Ware, Abfallholz, wie man es hier sieht, lauter Äste. Okay, und was passiert dann mit dem Haufer, wie er jetzt da liegt? Also wenn der Haufer voll ist, so wie jetzt am Ball ist, kommt der Lohnhacker und tut das weghäckseln. Wir fahren es da zu uns in den Hof rein und von da aus geht es dann weiter. Also wir hacken ungefähr alle 2 Monate, bis soweit. Bei Wagentrocknung, mit der werden wir die ganzen Hackschnitzel trocknen. Wir trocknen wir nur im Sommer und da trocknen wir auf einen Tag den Hänger voll, das sind 12 Kubikmeter. Da haben wir ca. von 40% auf 10% Restfeuchtigkeit runtergetrocknet auf einen Tag. Funktioniert hat das ganz einfach. Da haben wir den alten Kipper genommen, haben wir einen Schacht drauf gemacht, wie das aus der Getreidetechnik zum Belüften gibt. Da blasen wir unsere heiße Luft rein, die kommt zusammen. Einmal 40 Grad Raumtemperatur von Holzvergaser. Und zusätzlich werden wir das noch aufheizen mit der Abwärme vom Motor, mit einem Wärmeregister. Dann bringen wir 80 Grad Lufttemperatur zusammen und somit können wir das ganz auf einen Tag alles drücken. Die Hackschnitzel rein, werden über die Schnecke draufgefördert. Dort oben hat 3 Magneten angebracht, die ziehen 90% unserer Metalle raus. Der Rest von den Metallen wird dann in der Anlage selber nochmal ausgezogen. Dann in die erste Fraktion den Sieb rein, da haben wir ein 10mm Sieb drin. Da fallen unsere Feinteile raus. Von da aus geht es dann weiter in unser 40mm Sieb. Da fallen unsere Teile raus, die wir unter den Holzvergaser brauchen. Und hinten raus kommen dann unsere Grobteile, die wohl zu groß sind für den Holzvergaser. So Johann, und was machst du dann mit der ganzen Wärme, die Anlage produziert? Also mit unserer Wärme, die nehmen wir eines für Wirtshaus, haben wir da einen Teil. Der andere Teil geht bei uns in den eigenen Betrieb, in Schweinestall. Da brauchen wir das ganze Jahr Wärme, weil wir da haben wir Mutterschweine.
und die kleinen Ferkel möchten sie immer warm haben. Dann der Rest der Ferme geht noch in 3 Wohnhäuser. Und im Winter, wenn es richtig kalt ist, haben wir noch Hackschnitzelheizung, die dann die zusätzliche Wärme noch zurück bringt, wo der Holzvergaser also nicht herbringt. Und wie schaut es dann aus mit dem Strom? Strom, den werden wir zu 100% ins öffentliche Netz einspeisen, da werden wir durch die EEG gefördert werden. Und zu 80%, wenn man da der Seite sieht, kann man mir Straßenbegleitgrün. Wir haben aus dem eigenen Forst. Der restliche 80% ist Straßenbegleitgrün. Wir sind heute beim Johann Huber in Gstaudach.